und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Shisha Brothers. Wir haben heute einen neuen Tabak. Der eine oder andere wird sich gleich denken, oh nein, schon wieder ein Rapper, der hier einen Tabak rausbringt. Es handelt sich um den Kringo Tabak Wonderland. Wonderland. Kannst du es bitte einfach OO nennen? Und die Da steht aber ein U und nicht nur durchgängig ein O. Preislich sind wir hier für 200 Gramm bei 17,90 Euro. Das Ganze ist wie viele andere Rapper, ja, Tabaksorten, die rauskamen, auch von White Cloud Berlin produziert worden. Zum Beispiel Capital Bra Tabak und 030 kommen, glaube ich, auch aus dem Hause White Cloud. Genau, vollkommen richtig. Ja. Nur, dass der hier zum Beispiel 1 Euro billiger ist als der Capital Bra Tabak zum Beispiel. Ja, vernünftige Entscheidung. Ja, gute Entscheidung, Gringo. Bist ein guter. Komm mal her, Junge. Alter. Wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopfbau aussehen, zeigen wir euch jetzt. Auf dem Deckel haben wir einmal den lieben Kringo mit seiner schicken Zahnlücke. Unten drunter einmal die Sortenbezeichnung sowie oben über seinen Kopf die Marke. Oh, und ganz cool finde ich, das Ganze hat so bei der Schrift zumindest hier einen leicht schimmernden Effekt. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, ist so ein bisschen 3D-mäßig angehaucht. Finde ich cool. Vorne drauf haben wir ebenfalls nochmal den guten Herrn Gringo, oben drüber die Markenbezeichnung, die tatsächlich OO heißt. Also wir haben auch nichts anderes gefunden dazu. Sortenbezeichnung Wonderland, auch hier wieder ein schicker, schimmernder Hintergrund. Sehr schicke Dose auf jeden Fall, gefällt mir. Finde ich auch, designtechnisch vom Bild her wirklich sehr gelungen. Hier haben wir einmal das Schnittbild vom Tabak. Das ist im mittleren bis feinen Bereich, wie ich finde. Molassetechnisch ist das Ganze sehr gut in den Tabak eingezogen. Überschüssige Molasse am Boden konnte ich jetzt nichts feststellen. Das war auch schon so, als ich die Dose aufgemacht habe. Ganz cool hier wieder. Man muss nicht das Ganze wieder aus einem Plastikbeutel rausholen, sondern einfach nur oben wie eine kleine Schutzfolie abziehen. Und dann ist der Tabak ready to smoke. Dann haben wir hier ab und zu mal noch ein paar, aber wirklich ganz kleine Ästchen, die sich hier mit verbergen im Tabak. Ist aber wirklich minimal. Ist ein, im Gesamten, finde ich, ein sehr schönes Schnittbild. Kann man gut mitarbeiten. Kommen wir zum Kopfbau. Gebaut wird das Ganze heute im Moon Funnel. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir sagen euch natürlich auch, was drin ist in diesem Prachtexemplar. Da haben wir die Angabe Grapefruit, Maracuja und Bonbon. Als erstes haben wir hier eine Grapefruit-Note, die so ein bisschen in die säuerliche Richtung geht. Hat einen sehr süßen Touch, wie ich finde. Maracuja kann ich jetzt so direkt nicht wirklich wahrnehmen. Die Bonbon-Note hingegen, finde ich, kann man schon rausriechen. Es hat irgendwie so was leicht Zitronenartiges noch, auch wenn da das nicht drin sein soll, aber es riecht wie so ein Zitronenbonbon. Okay. Wir haben hier einen sehr leckeren, fruchtigen Geruch und ich freue mich aufs Anrauchen dann. Okay. Es ist tatsächlich relativ durchgemischt. Als erstes kommt, wie du schon gesagt hast, dieser süße Geruch durch, finde ich. Hm? Also das Süße ist für mich das Dominante. Ja. Du hast aber auch diese säuerliche, spritzige Note dabei. Ja. Die Grapefruit kann man auf jeden Fall rausriechen. Die Maracuja würde ich aber auch sagen, dass man die leicht riecht. Hm. So dieses leicht süßliche. Ich glaube, das ist eher der Bonbon, aber ja. Gut, das ist. Aber es geht auf jeden Fall in so eine zitronige Richtung. Findest du auch, ja. Alles in allem sehr süß, spritzig, fruchtig. Ich bin gespannt, wie er schmecken wird. Angezogen ist die Pfeife und wie immer wird der Alphons einen kräftigen Zug nehmen und wir schauen uns die Rauchentwicklung an. Rauchentwicklung ist top. Ja. Schöne dichte weiße Wolke. Können wir uns nicht beschweren. Nee, absolut nicht. Ja, der Kopf steht jetzt schon eine Weile mit der Smokebox oben drauf. 3 Kohlen haben wir wieder drin, also 2 direkt drin, eine seitlich drauf. Und Hitzeverträglichkeit, die ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben keine Probleme, war nichts angebrannt oder so jetzt beim ersten Mal ziehen. War vielleicht ein bisschen stark bei den ersten Zügen. Hat aber einen anderen Grund, kommen wir gleich nochmal dazu drauf. Ja, hat einen anderen Grund, genau. Das hat sich dann auch relativ schnell wieder gelegt. Und an sich
drückt nichts, kratzt nichts, 1A. Jetzt kommen wir zu meinem Geschmacksfazit. Ich muss als erstes sagen, im Geruch kam relativ viel rüber, da hat das sehr süß, sehr fruchtig gerochen und im Geschmack kann sich das Ganze leider nicht so widerspiegeln. Wir haben hier im überwiegenden Teil eine süßliche Grapefruit-Note, die durchkommt. Das Ganze ist so ein bisschen gemixt mit so einer leichten Bonbon-Note. Ganz stark wurde es am Anfang, was wir bei der Hitze angesprochen hatten, nochmal übertönt durch eine frische Note, die durchkam. Also die ist auf jeden Fall vorhanden. Das ist eine starke frische Note, die sich mit der Zeit natürlich ein bisschen gelegt hat. Es haut mich vom Geschmack her nicht so um. Also ich persönlich habe mir vom Geschmack her nochmal ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte gedacht, dass das nochmal ein bisschen intensiver alles rüberkommt. Geschmacklich ist es definitiv ein bisschen anders als im Geruch. Das erste, was man merkt, ist definitiv die frische Note. Die war am Anfang sehr intensiv oder sehr extrem, weil wir aber den Kopf auch eine Weile stehen hatten. Ja. Das hat sich jetzt gelegt, ein bisschen verflogen. Es ist eine intensive frische Note, ist aber eine angenehme Note. Ja. Als nächstes kommt dann diese süße Note durch. Das könnte die Bonbon-Note sein. Weiß ich auch nicht genau, ist auf jeden Fall ein süßer Geschmack. Grapefruit kommt auch durch, kann man rausschmecken, allerdings nicht so intensiv wie im Geruch. Für mich persönlich geht es so ein bisschen in die Vampire Nights Richtung, aber ganz dezent. Von der Maracuja, von dieser säuerlichen, spritzigen Note, merke ich hingegen allerdings auch überhaupt nichts. Ich hätte mir vom Geschmack auch ein bisschen mehr erwünscht und mit dem Geruch kann man es eigentlich nicht so wirklich vergleichen. Ich würde dem Tabak 5,5 von 10 Punkte geben, weil es mich einfach im Gesamtfazit vom Geschmack her nicht wirklich überzeugt hat und mir einfach ein bisschen die Geschmacksintensität fehlt. Ich gebe dem Tabak 6 Punkte. Geschmacklich hat es mich auch nicht ganz so überzeugt, kann nicht wirklich an den Geruch anknüpfen. Es ist allerdings trotzdem ein süßer Tabak, geht wie gesagt leicht in diese Grapefruit-Note. Ich hätte mir geschmacklich allerdings ein bisschen mehr erhofft. Ja, dann hoffen wir wie immer, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon einen der neuen Sorten vom Gringo-Tabak probiert habt. Lasst gerne ein Abonnement da, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr. Und am allerwichtigsten ist natürlich, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.